Hallo zusammen, es geht weiter mit der NBA. Nach der Corona-bedingten Pause, der Streik der Milwaukee Bucks, der zu einem Erdbeben in der NBA geführt hat und die kurzzeitige Möglichkeit, dass die komplette Saison abgebrochen wird. Jetzt geht's doch weiter und wir haben als Basketballfans zumindest 4 Spiele für uns heute und ein wirklich Top-Spiel der zweiten Runde, den Boston Celtics gegen die Toronto Raptors. 3 Erstrundenspiele und die Frage, wie wird sich diese ganze Situation auf die aktuellen Teams auswirken. Oddspedia, the Sports Betting Community. Es ist schon ein bisschen verrückt, also die Milwaukee Bucks, ihr habt es mitbekommen, sind ja zu ihrem Spiel gegen die Orlando Magic, ich glaube Spiel 5 war es, nicht angetreten, nicht aus der Kabine gekommen, weil wieder der nächste unsinnige Tod oder fast tot, auf jeden Fall unnötige Polizeigewalt in den USA gegen Schwarze vorgefallen ist. Und dementsprechend haben die Teams überlegt, voran die Lakers und Clippers, ob die Saison komplett abgebrochen werden soll, ob man quasi boykottiert, jetzt geht es doch weiter. Bin da zwiegespaltener Meinung insgesamt. Ich weiß nicht, ob es jetzt was bringt, weiterzumachen. In dem Sinne, ich finde das toll, was die NBA da für ein Zeichen setzt. Und die Spieler haben ja gesagt, sie machen nur weiter, wenn auch die Owner etwas wirklich tun. Und ja, da werden jetzt Initiativen erarbeitet. Und was ganz cool ist, das ist ja für die Amerikaner, gerade für die ärmere Bevölkerung, aus den vor allem Black Communities immer schwieriger zu wählen. Und eine Sache, worauf man sich jetzt wohl geeinigt hat, war, dass jede NBA-Arena auch als Wahllokal im November zur Verfügung gestellt wird und so, dass mehr Leute mobilisiert werden. Ich komme dazu nochmal ganz am Ende rauf. Jetzt schauen wir uns aber die Spiele an, denn darauf gilt es sich zu fokussieren. Die Raptors und die Celtics, das sind ja zwei Teams, die wirklich mit einem 4:0 weitergekommen sind. Die Celtics hatten an sich das schwerere Team als Gegner mit den Philadelphia 76ers, die ohne Ben Simmons und auch generell mit einer nicht ganz so harmonisch geführten oder Mannschaft nicht jetzt so gut sind, wie sie auf dem Papier hätten sein können. Vor der Saison denke ich schon, dass man erwartet hat, dass die 76ers wieder um den Conference-Final-Einzug mitspielen, sind doch letztes Jahr gegen genau diese Raptors da ausgeschieden mit Kawhis Buzzerbeater, der erste Buzzerbeater in einem Spiel 7 übrigens, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber haben dann doch enttäuscht und jetzt auch direkt nach der Niederlage Coach Brett Brown gefeuert. Und ich denke, sie hoffen, dass sie vielleicht nochmal Embiid, der unzufrieden ist, nochmal wieder glücklich machen können in Philadelphia. Die Celtics 4:0 weitergekommen, eigentlich kein einziges Spiel Probleme gehabt. Die Raptors ebenso 4:0 gegen das deutlich schwächere Team gespielt. Bei einem Spiel ist es knapp gewesen, da konnten sie erst in den Schlussminuten den Sieghebel umlegen sozusagen. Und was mir bei beiden Teams aufgefallen sind, die Celtics eher offensiv dominant und die Raptors, trotz der Ergebnisse, die wir jetzt gleich sehen werden, sind defensiv eine Wucht. Wenn sie möchten, dass die Nets zumindest ausgeschalten werden, dann können die nochmal in der Defensive so krass zulegen und das wird es auch spannend heute zu sehen sein. Das Spiel ist Wahnsinn, für mich das vorgezogene Eastern Conference Final. Ich glaube, das Team, was hier weiterkommt und wenn man nicht zu viel Körner lassen muss, wird die Milwaukee Bucks schlagen. Ich schätze beide Teams tatsächlich in den Playoffs stärker ein und dann ist aber nur die einzige Frage, inwieweit hat dieser Streik jetzt auch dazu vielleicht geführt, dass der Fokus der Spieler nicht mehr so da ist. Also das ist etwas, was glaube ich keiner beantworten kann. Die Raptors haben als erstes Team offiziell angedacht, dass sie streiken. Die Bucks haben es dann getan und so einige Interviews, die ich auch zumindest gelesen habe, gerade mit Pascal Siakam, der hat auch gesagt, okay, warum sollen wir jetzt über Basketball spielen? Das macht doch eigentlich jetzt gar keinen Sinn. Und das ist die Frage, sind die mit dem Kopf dann jetzt so 100% locked in unbedingt das Spiel gewinnen zu wollen oder schwebt einfach im Hinterkopf, sollen wir aufhören, sollen wir boykottieren, sollen wir nach Hause fahren, auf die Straße gehen? Schwierig, schwierig, schwierig. Wenn das alles nicht gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, sehen wir hier eine unglaublich geniale Serie. Hoffe darauf immer noch.
Wir haben auf der einen Seite Fred VanVleet, Kyle Lowry, Siakam, Gasol, der trotz schlechter Stats sehr wichtig ist, Norman Powell, der wirklich eine tolle Playoffs und auch eine tolle Bubble insgesamt spielt, OJ Anunoby, wirklich tolle Spieler, ein richtig gutes Team, Serge Ibaka. Die Raptors haben wirklich einen tiefen Kader, der auch tief genug für die Playoffs ist. Und dann ist auf der anderen Seite unsere Boston Celtics mit Daniel Theis, den Deutschen erstmal vorweg, aber natürlich Kemba Walker, der fit ist, Jason Tatum, der richtig geil spielt, Jaylen Brown, auch nochmal mega Step diese Saison gemacht hat, Marcus Smart, das ist auch ein wirklich, wirklich starkes Team und ich bin sehr gespannt, wie diese beiden gegeneinander spielen werden. Die Quoten für mich überraschend. Ich hätte eher den Vorteil tatsächlich bei den Celtics gesehen. Wir schauen hier mal die Odds an. Also die Quoten sind ja zwar trotzdem noch relativ gleich, aber die Line ist bei, scrollen wir mal runter, ungefähr 3, 2,5. Also da, mein Gefühl sagt mir eher, dass die Boston Celtics eine unglaublich potente Offensive haben. Man sagt ja, die Raptors haben die beste, mit die beste Defensive, aber sie haben Probleme, wenn die anderen Teams viele Dreierschützen haben. Und da haben die Celtics schon Leute, die heiß laufen können. Ne? Also sie müssen weiterhin leider auf Hayward verzichten. Der hat sich mal wieder verletzt in den Playoffs, schade. Aber trotzdem ist da genügend Firepower. Also Jaylen Brown, Jason Tatum, gerade schon gesagt, Kemba Walker aus dem Dribbling können die schießen. Marcus Smart kann heiß laufen. Sie haben da schon eine richtig, richtig gute Truppe und von daher wäre meine Tendenz eher zu sagen, wir sehen ein knappes Spiel, da ich persönlich die Boston Celtics ein bisschen besser einschätze, auch mit dem Fokus, würde ich Boston plus 3 hier empfehlen. Nach der Empfehlung, dieses Spiel nicht zu wetten, sondern erstmal zu genießen und zu warten, wie treten beide Teams auf. Ne? Also das ist ja eine große Frage. Man sieht's, trage hier nicht, dass ich mag eigentlich viele NBA-Teams, aber die Toronto Raptors gehören definitiv auch zu meinen Lieblingsteams. Und mich würde es freuen, wenn die jetzt auch gerade nach dem Abgang von Kawhi Leonard nochmal so weit kommen würden. Auch in meiner Prognose und auch in jeder Prognose von Experten hat's geheißen, werden die Raptors überhaupt die Playoffs schaffen? Und jetzt sind sie am Ende des Tages dann tatsächlich Zweiter in der Liga geworden, im Osten. Also von daher, ich würde es ihnen gönnen, wenn sie da jetzt nochmal ins Final kommen. Trotzdem eher die Tendenz zu Boston in Spiel 1. Was sagt uns das Over-Under? Da ist hier wieder die Frage, macht es überhaupt Sinn, darauf zu gehen, wenn man nicht so richtig drauf einstellen kann, was passiert. Jetzt muss ich mal hier das Over-Under suchen. Die Totals, die Line ungefähr bei 216. Ist gefährlich gefühlt, auch wegen der Uhrzeit, wegen dem Streik, wird es eher eine enge Kiste. So beide Teams um die 100 sehe ich, vielleicht 105, 110 maximal. Also da glaube ich tatsächlich, macht es mehr Sinn, auf unter 216 zu gehen oder gleich die Finger davon wegzulassen. Lang geredet zu diesem Spiel. Wir schauen weiter zu einem ja, eher enttäuschenden Spiel 6, was man jetzt erwarten kann. Und zwar deshalb, weil Porzingis sich mal wieder den, oder was heißt mal wieder, weil er sich das Knie verletzt hat, Meniskus Riss. Vielleicht nicht ganz so schlimm, vielleicht geht es ohne Operation, aber du hast auch Luka Doncic, der sehr, sehr angeschlagen ist und du hast eine Clippers-Mannschaft, die laut Paul George jetzt einerseits noch näher zusammengekommen ist und glaube ich auch dieses Spiel relativ easy gewinnen werden. Also wenn Dallas gewinnt, gibt es ein Spiel 7, aber im Spiel 5 haben die Clippers so stark verteidigt, zumindest Luka Doncic, und da müssen mindestens 2-3 Spieler absteppen, wenn Porzingis nicht dabei ist, und das sehe ich nicht. Ich sehe eigentlich nur, dass Tim Hardaway da ganz gut mithalten kann. Trey Burke, überraschend, der kann auch seinen eigenen Wurf kriegen, aber sie brauchen trotzdem noch einen
sehr, sehr starken Seth Curry. Sie brauchen Maxi Kleber mit 10, 12, 15 Punkten. Finney Smith muss auch partizipieren an der Offensive. Und das wird, glaube ich, alles nicht passieren. Von daher sehe ich hier die Clippers relativ sicher leider weiterkommen. Nichtsdestotrotz Luka Doncic mit einer Wahnsinns-Performance in seinen allerersten Playoffs. Und dieses Mavs-Team hat mehr in der Saison erreicht, als man vor der Saison erwarten hat können. Jetzt spielen sie halt gegen das beste Team im Westen. Und die, denke ich, werden auch relativ hoch gewinnen. Wir schauen uns dementsprechend die Lines an. Liegt hier so ungefähr bei 10. Da muss man halt einfach überlegen, macht es Sinn, da so eine hohe Line anzuspielen? Ich denke vom Gefühl eher ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Dallas nach der ersten Halbzeit noch reelle Siegchancen hat und dann wird auch Luka Doncic unter Schmerzen nicht mehr so performen können. Auch Paul George hat im letzten Spiel wieder zur alten Stärke gefunden, hat danach ja auch ein Interview gegeben, auch spannende Geschichte, leidet in der Bubble, wie anscheinend viele andere Spieler, auch unter Depressionen. Aus meiner Sicht auch wieder verständlich. Ihr müsst euch mal einfach vorstellen, ihr seid mit eurem Fußballteam, Tennisteam, Basketballteam, wem auch immer oder was ihr auch macht, oder lasst es die eigene Familie sein. Ihr seid mit der Familie 2 Wochen im Urlaub und nach 2 Wochen reicht es auch, da habt ihr keinen Bock mehr. Und dann stellt euch mal vor, ihr habt das jetzt mit eurer Tennismannschaft und oder Fußballmannschaft, was weiß ich, und ihr seid mit denen seit über 2 Monaten zusammen, kein Kontakt zur Außenwelt. Außer ihr seid Lou Williams, dann fahrt ihr vielleicht mal ganz kurz ins Swipe-Club. Aber wenn ihr das nicht seid, seid ihr seit 2 Monaten mit den gleichen Gesichtern Tag für Tag zusammen. Und vermisst auch euer normales tägliches Leben. Noch dazu stellt euch dann mal vor, vielleicht habt ihr The Last Dance gesehen auf Netflix. Eine tolle, tolle Serie über die letzte Saison der Chicago Bulls oder generell die Karriere von Michael Jordan. Und Michael Jordan ist ja auch so ein Bully gewesen, so ein richtiger Mopper eigentlich von seinem ganzen Team. Und dann stellt euch mal vor, ihr habt sowas in eurem Team und ihr kommt nicht mehr weg von dem. Also das ist, glaube ich, echt eine heftige Belastung, die wir da sehen bei allen Teams. Und ja, bei dem Spiel wieder mal zurückzukommen, die Line ist schon sehr, sehr hoch bei 239, 238 Punkten. Liegt daran, dass Dallas nicht verteidigen kann, dass Clippers dann verteidigen, wenn sie verteidigen müssen. Ich glaube aber, in diesem Spiel werden wir auch eher ein unter 240 Punkte sehen, unter 239. Das ist sogar eine Wette, die würde ich definitiv empfehlen, mehr als die anderen Wettideen, die wir jetzt gerade gehabt haben. Weiter geht's dann mit den Utah Jazz gegen die Denver Nuggets. Die Utah Jazz können das einzige Team in der ersten Runde sein, das Außenseiterquoten hatte für den Einzug in die nächste Runde und aber auch wirklich weiterkommen. Danach sieht es auch aus. Wir schauen uns mal die letzten Spiele an. Jazz 129-127, davor 124-87, 124-105. 3 Siege in Folge, nachdem sie Spiel 1 in der Overtime verloren haben. Auch eigentlich eher eigenverschuldet, weil ein überragend spielender Donovan Mitchell im Ende Spiel 1 so ein bisschen viel Turnovers produziert hat. Im letzten Spiel gewinnen die Nuggets mit 117-107. Man sieht auch hier am letzten Viertelergebnis, dass die erst dann am Ende die Partie für sich entschieden haben. Also die ersten 3 Viertel lagen sie hinten. Und was Denver halt braucht, ist einen überragend aufspielenden Jamal Murray. Wenn sie den nicht haben, dann ist dieses Denver-Team nicht tief genug und nicht gut genug von den Einzelkönnern. Du hast Jokic, der wird immer eigentlich überragend spielen. Ich habe jetzt kein Spiel im Kopf von den letzten Wochen eigentlich, wo er mal schlechte Stats aufgelegt hat. In den Playoffs hat er auch soweit überzeugt. Aber sie brauchen halt diesen One-Two-Punch mit Jokic und Murray. Und ich glaube nicht, dass wir nochmal so eine Performance von Murray sehen. Deshalb sehe ich hier die Jazz im Vorteil und ich würde auch tatsächlich die 1,7er-Quote einloggen und da nicht großartig auf Spreads gehen. Bei den Over-Unders 220 Punkte ungefähr die Line, davon halten wir hier auch Abstand.
Dann geht es auch schon wieder zu unserem letzten Spiel und das sind die Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets. Hier ist seit dem letzten Spiel Russell Westbrook wieder dabei und dieses Spiel, auch wenn er da nicht so viel gespielt hat, 7 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists, hat auch noch so ein bisschen Limit Restrictions, ist es doch sehr überraschend, wie leicht die Rockets gewinnen und auch bei ihren Siegen insgesamt. 123 zu 108, 111 zu 98, 119 zu 107, knappe Niederlagen und wieder ein hoher Sieg. Das wundert mich wirklich, dass die Thunder da nichts anderes finden, dass sie da die Spiele nicht eng halten können. Dementsprechend deutlich sind jetzt auch hier die Handicaps mit einer offiziellen Line um die 6, 7 Punkte. Sehe ich eher Value auf Seiten der Thunder, weil ich glaube, dass wir hier schon nochmal ein knappes Spiel sehen könnten. Das ist dann übrigens auch erst morgen am Montag um 23 Uhr. Da, wenn man die Thunder fühlt, auf jeden Fall plus 6 spielen oder einfach Finger weg, minus 6 oder auf einen reinen Sieg von der Quote, macht hier keinen Sinn. Und dann schauen wir uns auch hier nochmal die Totals an mit 225. Wir haben gesehen bei den Ergebnissen, die Thunder tun sich eher schwer, viel zu punkten. Also da muss jeder quasi auf höchstem Niveau spielen. Trotzdem denke ich, dass hier bei dem letzten Spiel nochmal so ein Shootout möglich ist und das Over 225 finde ich nicht uninteressant, würde es aber dementsprechend nicht spielen. Damit sind wir auch durch mit unseren 4 Spielen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Restwochenende, trotz Dreckswetter. Ich hoffe, wir sehen heute Abend ein schönes Spiel zwischen den Celtics und Raptors. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Auch generell, wie die Teams jetzt aus diesem kurzen Streik rauskommen. Clippers, Mavericks kann man sich anschauen, aber wird wahrscheinlich eher langweilig. Und dann sind wir mal gespannt, was uns die Jazz und die Nuggets, ob die uns noch ein weiteres Spiel bescheren oder ob dann die nächste Runde sein wird. Jazz gegen, jetzt muss ich mal nochmal nachdenken, Jazz gegen die, na, gegen wen spielen sie dann? Gegen die Clippers würden sie wahrscheinlich spielen. Also, schauen wir mal, was passiert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, wie gesagt, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Samstag oder Sonntag, hoffentlich dann ohne Streik. Und ich möchte noch das Video abschließen mit einem Statement von Doc Rivers und bis zum nächsten Mal. Talk about fear? We're the ones that need to be scared. We're the ones having to talk to every black child. What white father has to give his son a talk about being careful if you get pulled over? It's just ridiculous. And it just keeps getting, it keeps going. There's no charges. Breonna Taylor, no charges, nothing. All we're asking is you live up to the Constitution. That's all we're asking for everybody, for everyone. Oddspedia, the sports betting community.